So richtig Sportfreunde waren es wohl nicht, die sich auf dem Grün des RSK Freiburg am 16. August begegneten. Der FC Rotkäppchen Sektkellerei hatte den Naumburger BC zu Gast. Auch auf Fanseite wurde auf Sicherheit gegangen. Aufgrund von vorherigen Differenzen unter den Zuschauern wurden diese für dieses Spiel getrennt. Es sollte sich zeigen, dass zwei recht gleichstarke Mannschaften aufeinander trafen. Weder in den ersten 90 Minuten noch in der Nachspielzeit wurden Tore erzielt, die gewertet werden konnten. Ich würde sagen, dass wir über 120 Minuten gesehen die bessere Mannschaft waren. Man hätte durchaus vorher gewinnen können, hätte dann auch in der Verlängerung verlieren können. Ich denke, das geht so in Ordnung, wie es ist. Elfmeterschießen sind eine reine Glückssache. Alles okay. Es waren ja ein paar Chancen da. Warum wurden die nicht verwertet? Tja, wenn es so einfach wäre, dann... Nee, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir sind 120 Minuten gelaufen, haben gekämpft, haben uns Chancen rausgespielt, haben auch 2-3 zugelassen. Viel mehr kann ich dazu dann auch nicht sagen. Bester Spieler aus Ihrer Sicht von der Mannschaft? Möchte ich mal keinen hervorheben, weil wir im Kollektiv einfach stark genug waren, um hier zu gewinnen. Und ich denke, dass Freiburg eine richtig gute Kreisoberligamannschaft hat. Wir hier über 120 Minuten besser waren und dahergehend Kompliment an meine Mannschaft. Geschenkt hatten sich beide Teams nichts, so reihte sich ein Frei- oder Strafstoß an den anderen. Auch die gelbe Karte wurde gezückt. Für mich als Fußballlaien ging viel zu viel Zeit verloren, um ins ausgeschossene Bälle zu holen, denn ins Aus ging das Runde gefühlt im Minutentakt. Das war nun das erste Pflichtspiel für die beginnende Saison und die Vorbereitungsspiele waren schon ganz passabel und da habe ich die Jungs eingestellt, dass wir heute versuchen, klar, irgendwie ein schnelles Tor zu schießen, wie das dort auch schon letzte Saison beim MBC gewesen ist. Und aber es hat eben nicht so gut schnell so funktioniert. Wir sind auch froh, dass wir lange erstmal unentschieden über die Zeit gekriegt haben oder 0-0 über die Zeit, weil wir sonst so ein bisschen anfällig sind, dass wir irgendwelche dämlichen Gegentore bekommen. Ist natürlich schade, dass wir dann durchs Elfmeterschießen rausknallen, aber Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, prinzipiell nicht. Die haben sich alle aufgerieben. Und dass beim MBC die Leute auch Fußball spielen können, das sind ja auch nicht irgendwelche, die dahergelaufen kommen, war das schon ganz in Ordnung. Wir hatten nicht einen Chancenplus, MBC hatte keinen Chancenplus meiner Meinung nach. Gut, vereinzelte Chancen, die wir so hatten mit dem Jens Diener, der muss natürlich eventuell reingemacht werden. Hinten war Abseits, okay, das Tor, was wir dann wirklich aus dem Spiel machen, war berechtigt Abseits. Und somit gehst du als Verlierer vom Platz, wenn du natürlich beim Elfmeterschießen die Dinger nicht reinmachst. Die neue Saison steht an. Was ist das Ziel des Trainers? Ziel vom Trainer. Ich habe jetzt meine zweite Saison im Großfeldbereich mit einem Männerteam. Und ich denke, meine erste Saison war passabel. Die war so nicht schlecht. Wir haben da ein paar Punkte liegen lassen, wo wir, denke ich mal, die bessere Mannschaft waren. Aber das ist immer Kreisoberliga, wenn du sicherlich gut spielst teilweise und der Gegner gewinnt. Das ist dann eben Kreisoberliga. Mein Ziel ist es nach wie vor, Woche für Woche hier oben auf dem Kunstrasenplatz Volldampftraining und selbstverständlich dann auch, dass das dann in den Spielen umgesetzt wird. Und wenn wir das hinkriegen, Ansätze sind schon gut sichtbar, dann denke ich mal, können wir sicherlich mit oben spielen. Also schätzungsweise erstes, dritte? Ich denke, das sollte das Ziel sein. Die Mannschaft soll sich auch bei mir nochmal platzieren, um dann genau rauszufiltern, was wollen sie denn selbst. Ja, mein Ziel ist klar. Und dann denke ich, wenn das alles dann ordentlich abgestimmt ist, jetzt wird die Saison dann denke ich gleich mit Power beginnen. Zum Einstand mussten sich die Freiburger allerdings erst einmal mit 2-4 geschlagen geben.